Hey, ja, hier ist der Stoppe. Willkommen zurück zu Metro Last Light Factions zur Fortsetzung dieses DLCs und auch zum Abschluss dieses DLCs. Wir haben letztes Mal haben wir die zweite Mission von den dreien gemacht. Und zwar die Kashatriya, eine umfangreiche lange Mission, wo wir die Großbibliothek durchsucht haben nach Artefakten. Ein Level, was viel von den Rückblicken auf Metro 2033 lebte, weil wir dort seinerzeit viele 5 Level hatten, die genauso aussahen. Diesmal ein großes, war da umfangreich und gab viel zu tun, war ganz spannend, fand ich. Und jetzt machen wir weiter mit der nächsten Mission und damit auch die letzten Mission, und zwar dem Scharfschützenteam. Scharfschützenteam, als Teil des Scharfschützenteams einer roten Linie, der roten Linie würde ich sagen, genau, wir sind der roten Linie zugehörig. Also das heißt, die Gegenseite von denen sind an der Oberfläche und sollen eine Basis des Reichs infiltrieren. Und ja, ich würde sagen, wir machen das, ne? Also reden nicht weiter rum, sondern beginnen. Und ich bin natürlich auch Schwierigkeitsgrad normal, war nämlich schwer genug. Man auch mal sagen, beim letzten Mal hat es nicht ganz funktioniert, ist man gestorben. Vielleicht läuft es lieber besser, also würde ich sagen, los geht's. Noch ein Überfall auf die Faschisten. Ich muss einen Außenposten der Faschisten ausschalten und die Tschernaya-Station infiltrieren. Einer unserer Spieler kommt mit, aber er hat einen eigenen Auftrag. Daher werden wir die meiste Zeit getrennt arbeiten. Okay, ja, wir sind offenbar auf dem Weg zur Lochstation. Die sollen wir infiltrieren und wir müssen daher ja, die Faschisten ausschalten dort. Ja gut, also das Reich ausschalten und die Lochstation infiltrieren. Okay, machen wir. Los geht's. Wir sind fast da. Hab gehört, du bist ein guter Schütze. Hier ist die Gelegenheit, das zu zeigen. Mit Waffen wie deinen ist das vielleicht sogar ein Kinderspiel. Ich wünschte, wir hätten mehr von den Babys, dann würde ich dir helfen. Aber ich bin mir sicher, dass du das auch alleine schaffst. Okay. Was haben wir denn hier, frage ich mich. Erwischt. Verdammt, fast hätten sie uns erwischt. Naja, wir sind jetzt trotzdem in Stellung. Unser Hauptziel ist es, in die Tschernaya-Station zu kommen. Dafür müssen wir die Jungs im Umfeld beseitigen und ins Gebäude rein. Du eliminierst die Wachen dort und ich bringe in der Zwischenzeit meine Aufgabe zu Ende. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns am Eingang der Station. Zuerst müssen wir das Dach und die Türme freikriegen. Dann kümmern wir uns um die Patrouillen. Hast du eine Aufgabe? Tschernaya-Station betreten, das Umfeld räumen, ohne einen Alarm auszulösen. So, da sind 2, da ist einer drauf. Was haben wir hier? 3? Moment, lass uns warten, bis sie sich aufteilen. 3. Da ist noch einer. Da oben läuft auch einer rum. Jetzt helfe ich sagen, dass wir den zuerst wegräumen sollten. Und dann. Der guckt ja in die Richtung, also ich würde sagen, dann müssen wir den als letztes, also von den oberen. Wo ist er? Verdammt, bist du gut! Und okay, die haben sich getrennt. Und wo sind die jetzt? Einer steht hier noch. Einer ist da, wo ist der dritte? Ah, da. Und der noch. Anscheinend sind wir hier fertig. Okay, alle erwischt. Jetzt musst du zu dem Gebäude. Gut. Das war effektiv. 5 Schuss, 5 Treffer.
Zum Glück haben die da ein Kabel, das du benutzen kannst. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um diese Seite. Eliminiere die Leute auf deiner Seite und geh rein. Wahrscheinlich gerammelt voll mit Faschisten. Sei also vorsichtig. Zur zweiten Vorstellung gelangen. Okay. Gut. Ja, ah, die Poste. Spannend. Und kommen die Jungs oder was? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Und was soll die Hektik überhaupt? Was die Hektik soll? Ein Sturm zieht auf. Du kennst mich. Ich habe ein Gespür dafür. Er hat ein Gespür. Na, warum fragst du dann mich? Wisst ihr was? Na, egal. Zu den Stellungen. Ja, Herr Offizier. Die Minute nutzen wir noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir überhaupt haben. Ich hoffe, genug. Nicht, dass wir jetzt am Ende wieder keine Filter haben oder so. Ist müde, kann ich verstehen. Ist keiner? Okay, haben wir alle erledigt bis dato? Hier runter? Passiert gut. Okay. Zwei. Aha. Was machen die beiden? Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen warten, dass sie wieder trennen. Ich glaube, die Spuren trennen sich nicht. Haben wir erwischt. Okay. Ob ich jetzt die Dürfen erledigen sollte? Ja, geht noch ein bisschen weiter. Okay.
ausweichen. Bei dem Wetter wird er nicht ganz rausgehen. Warum müssen wir uns hier also einen abfrieren? Ich bin es auch leid. Und zwar dein Gejammerer. Unsere Schicht ist bald zu Ende. Also ist alles in bester Ordnung. Halt einfach nur die Klappe. Von wegen gleich. Wenn der Sturm aufzieht, kommt niemand. Und wir hängen hier bis fest. Okay. Wo könnte er sein? In der Nähe, wo sonst? Tja, wir müssen trotzdem nach ihm sehen. Kannst du ja machen. Ich finde es hier schon beschissen genug. Trennen die sich jetzt auch? Die haben sich nicht getrennt, die da oben. Das war ein bisschen scheiße für uns selber. Komm schon. Kann sie auch nicht, wa? Muss die Wurzel erledigen. Die Kommunisten sind in der Nähe. Muss ich jetzt so machen, ne? So ein bisschen scheiße wieder, ey. Aber wenn die nichts. Wenn die halt nicht so laufen, wie ich sie mir vorstelle. Ah ja, Fieldhounds verdient. Und 6 Minuten. Hier runter? Waren wir hier nicht auch irgendwie bei Metro 2033? Kommt mir so bekannt vor. Hier geht's hoch. Da geht's hoch. Also gibt's hier keinen anderen Weg, oder? Gibt's hier keinen anderen Weg irgendwie hier lang? Wie komme ich denn wieder hier hoch, wenn ich runterfallen würde? Kann ich überhaupt runterfallen? Ich will es nicht probieren. Ich glaube, wir müssen nach hoch, ja? Wir müssen nach hoch. Da müssen wir rein, sonst geht die Zeit uns gleich aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen keine Filter mehr finden. Na, also... Ist das schneller. Noch ein Weg. Ach so. Hätte ich vielleicht so sparen können, auf die zu schießen. Aber ich habe nur noch Filter gesammelt. Dafür. Und du kannst, ich glaube, hier war doch irgendwie ein Haus oder so. Genau! Genau, jetzt sehe ich jemanden mich aus einer Zeit beim Metro. Hier war auch bei Metro 2030. Jetzt sehe ich mich wieder. Das Gebäude räumen. Deswegen müssen wir die Waffe hier benutzen, hä? Hey, hast du die Neuigkeiten gehört? Die Roten haben unser E-Werk angegriffen. Es gibt Gerüchte, dass wir einen roten Spion geschnappt haben und ihn dort übergeben werden. Also haben die ein komponiertes Bataillon zur Rettung geschickt. Und die haben sich nicht beeilt. Bevor unsere Jungs also wussten, was los war, holten die Roten ihren Spion und flüchteten in die Katakomben. Zu den Spinnen? Hirnlose Idioten. Andererseits sagt unser Anführer, dass alle Roten zurückgeblieben sind. Von den Spinnen kommt niemand wieder zurück. Naja, sonst konnten sie ja nirgends hin. Unsere Jungs kamen und verpassten ihnen einen. Und so liefen die Roten, wohin ihre Beine sie trugen.
Abgesehen davon wussten sie nicht, dass da Spinnen sind. Tja, die haben es nicht anders verdient. Danke für die guten Neuigkeiten. Tja, gern geschehen. In Ordnung, mach weiter. Und ich guck mal nach Alex. Nur zu. Wo ist denn auch? Ein Pech, dass ich der Infanterie zugewiesen wurde. Gefängniswächter haben es viel besser. Ja, das ist auch ziemlich tödlich. Wir gehen in die Richtung. Also einer. Hab ich dich erwischt? Okay. 10 Minuten haben wir noch. Ich bin ja 10 Minuten Filter. Und sie gesagt, da ist ja nichts. Naja, okay. Ja, noch, das ist doch der Musik, die Musik des Todes. Ein paar Filter gibt es hier noch für uns. 11 Minuten nochmal wieder. Okay, geht nach oben. Nicht aus. Man muss ja im Dunkeln auch bleiben, sonst ist man ja das ist problematisch. Was meinst du? Hier braut sich nichts zusammen. Das ist hier der Arsch der Welt. Ach, hier. Also überhaupt, mein Glück. Sieht mal nach einem Krieg aus. Anscheinend geht bei den Roten an der Brücke wieder was ab. Der Waffenstillstand ist fast vorüber. So gesehen haben wir hier ziemlich Glück. Langeweile ist besser, als wenn MGs auf dich ballern. Pulver. Okay. Okay. Da war einer. Eine maximale Zeit ausgenutzt, das ist gut. Hier ist auch wieder in 20 Minuten in der ersten Gange. Hä? So, er ist gewechselt. Was ist denn jetzt? War der auch schon? Okay. Erwischt sie jetzt auch? Wo geht der hin?
Okay, alles gut. Nur eine Minute nochmal noch. Verdammt, das war ein sauberer Wurf. Wo hast du gelernt, so zu werfen? Im Gefängnis natürlich. Wurde gleich nach dem Einschreiben zur Wache versetzt. Da haben wir dann geübt. Mit Mutanten als Ziel. War ein ziemlicher Spaß. Insgesamt war es dort ganz in Ordnung. Warum hast du dort aufgehört? Bin gefeuert worden. Es gab einen Massenausbruch. Alle Wachen im Dienst haben ins Gras gebissen. Die Jungs und ich hatten frei, waren in den Stuben, als sie den Alarm hörten und sahen, was die verdammten Mutanten mit den anderen machten. Da haben wir sie zu Hackfleisch verarbeitet. Und die Vorgesetzten schickten uns trotzdem zur Front. Tja, weißt du, das ist hier nicht wirklich schlecht. Immerhin ist es keine Brücke. Gut, du entspannst dich hier und ich guck mal nach dem Lager. Ich muss wissen, was wir mit der nächsten Karawane bestellen müssen. Gut, lass dir nur nicht zu viel Zeit. Unsere Schicht ist bald zu Ende. Okay. Willst du da rein? Okay. Der geht da rein, der geht hier rein. Okay. Da sind wir am Verhungern. So. Das hätte so übel ausgehen können. Über den Platz zum Eingang der Stationsleichen. Also sieht gut aus. Hören noch Stimmen hier. Wozu brauchen wir die denn? Ist ehrlich, wozu brauchen wir die denn? Wenn man den Deckel ist immer eh tot, ne? Ist also eh vorgelaufen, also. Muss ich jetzt hier hin? Geradeaus. Also übersehen da, wie wir hinterher gekommen, oder? Hier ist da oben. Gleich gesehen. Okay, wir sind da hoch. Da hoch, ja, tatsächlich. Ah! Drei Türme. Da einer. Da einer und da einer. Kommen wir hier noch? Da ist einer. Da laufen welche rum, dann welche. Der dreht sich um, der auch. Der nur nicht. Okay, alles gut. So. Ich versuche jetzt gerade die Lager auszukundschaften.
Clevere Idee, weiß ich noch nicht. Einen Saufen. Ob ich in meinem Stiefel wohl eine Flasche verstecken könnte? Okay. Okay. Was? Okay. Das war's wohl, hm? Okay. Weiter. Wir sind drin. Alles klar, dann verpassen wir den Faschisten einen, den sie nicht so schnell vergessen. Mir nach! Okay, ja, das war's. Das war's mit der Mission. Das war's mit der Mission und damit auch mit diesem DLC. Eine noch, naja, ganz coole Mission, muss man sagen. Ist vielleicht Mechanik wohl hier nochmal gemacht. Man kann sagen, wir hatten drei verschiedene Aufträge hier. Einmal Rundenballerei, dann einmal jetzt eine Schleichmission, dann das letztes Jahr, wie kann man das eigentlich sagen, Exploration? Vielleicht, ne, so eine Art Exploration-Mission. Eigentlich so gesehen, ja, ganz guter DLC. Ja, wie gesagt, die erste Mission ist vom Umfang vielleicht nicht so groß, aber immerhin zum Abreagieren ganz cool, ne, muss man sagen. Man kann in meinen Augen mit allen drei Missionen mal abgewinnen, unter Umständen für seinen entsprechenden Zweck. Fand ich ganz nett, also kann ich eigentlich jetzt nicht mal so sagen, ja, wäre jetzt einfach Geldverschwendung oder so. Nee, ich fand das eigentlich gerade diese mittlere Mission sehr interessant, mit dem Artefakte sammeln, so ein bisschen Open World mäßig, war schon ein interessantes Konzept. Deswegen, ja, die letzte Mission, ja, auch mal war ganz nett, da haben wir Sniper und wegen Ziele richtig, die richtige Reihenfolge erwischen und so. Fand ich ganz cool gemacht. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Let's Play hier dazu. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Und mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Wie fand ihr das Let's Play? Wie fand ihr diesen DLC? Gute Erweiterung, schlechte Erweiterung? Gutes Let's Play, schlechtes Let's Play? Ich habe gerne eure Meinung. Ohne Kritik bin ich besser, was mein Let's Play Design angeht. Lob ist auch gern gesehen. Und ansonsten, ja. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an Kommentare, an die Bewertungen, an die Glocke, damit ihr wisst, wann es weitergeht mit dem nächsten DLC. Das ist, glaube ich, der Tower.
Nil, also. Wenn ich gefragt werde, wie alles anfing. Das ist entsprechend der Tower DLC oder Tower Pack, wie er heißt. Das werden wir dann demnächst mal machen, irgendwie. Ich glaube auch nochmal 2 oder 3 Missionen hat der. Also machen wir langsam und sicher, machen wir die ganzen Erweiterungen. Und ja. Dann erfahrt ihr Prämie, der Glocke klickt, wann der losgeht. Falls ihr die Glocke nicht klicken könnt, denke ich, dass ihr ein Abo abschließen müsst. Falls ihr das gefällt, was ich mache. Damit aus könnt ihr mir beitreten, der Steam-Gruppe, zum Diskutieren über meine Let's Plays und dann auch unter diesem hier. Oder ihr folgt mir auf Twitter und auf Facebook. Das ist der aktuelle Stand, was den Kanal angeht. Ihr könnt ja darüber hinaus beitreten dem Discord-Server zum Quatschen, zum Kennen, zum Spaß haben, zum Mitmachen, Mitspielen, Mitgestalten. Dort erfahrt ihr auch alles, was Neues gibt, noch viel, viel mehr. Es ist alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ich sage ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.